Hey, ich bin die Annabelle und ich lebe und arbeite auf Sylt. Ich arbeite in Kampen an der Buhne 16. Den Satz Leben, andere Urlaub machen, habe ich auch schon gehört, aber trifft tatsächlich irgendwie zu. Ich habe unterschiedliche Aufgaben, zum Beispiel vorne im Verkauf arbeiten, an der Spüle, abräumen, in der Außenbahn, in der Boutique. Also das rotiert immer rum, man hat eigentlich nicht immer einen festen Arbeitsplatz. Arbeitsalltag auf Sylt ist ja morgens halt Sport machen oder was frühstücken gehen. Man fängt immer zwischen 9 und 12 Uhr an zu arbeiten und arbeitet dann auch immer bis zum Ende durch und dann abends halt noch was mit den Kollegen. Es gibt viele besondere Sachen, die mich an der Buhne 16 halten. Die Stimmung, würde ich sagen, dieses Teamgefühl und dann natürlich auch der Ort. Also ich meine, wo kann man schöner arbeiten als an der Buhne 16 direkt am Strand? Abends hat man den Sonnenuntergang, morgens den Sonnenaufgang. Am Strand Mittagessen, wenn das Wetter gut ist. Also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Sylt war eigentlich immer schon so ein Ort, wo ich gerne mal hin wollen würde. Und letztendlich kam dann meine beste Freundin und ihr wurde das auf Instagram vorgeschlagen. Also sie hatte die Werbung gesehen, dass die jemanden fürs Team benötigen. Und da hatte sie mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihr hier zu arbeiten. Aber sie hat dann letztendlich doch keine Zeit gehabt und mich allein hingefahren. Ja, ich glaube nicht wirklich an Schicksal, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, hat mir dann schon so in die Karten gespielt. Sylt als Arbeitsort finde ich in der Hinsicht besonders, dass es sich nicht wirklich anfühlt wie Arbeit, sondern es macht einfach Spaß. Schon allein die Tatsache, dass man auf einer Insel ist, um sich herum überall Wasser und das Meer. Also es ist schon schön und auf Sylt gibt es ja schon einige Möglichkeiten, was man machen kann. Also da wird einem, glaube ich, nicht langweilig. Sylt ist schon irgendwie so ein kleiner Bestandteil meines Lebens. Ich fühle mich halt super wohl und liebe die Insel und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in Zukunft jährlich hier mal herzukommen. Sei es dann auch nur über Pfingsten, mal ein langes Wochenende. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es klappt, dass ich dann über die Semesterferien immer herkomme zum Arbeiten.